Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Der Cookie ist auch wieder mit dabei. Ja, Hallöchen. Das reimt sich sogar. 7 Days to Die, der Cookie ist auch wieder mit dabei. Mensch, ist das super. Mhm. Voll geil. So. Ja, ich bin nicht mehr am Sterben. Ich habe ein bisschen den Magen gefüllt und ja. Wolltest du noch nach oben gehen oder? Hier geht's nicht. Leck gerade. Okay. Guck erstmal gerade, ob das hier irgendwie noch weitergeht. 2500. Ja. Weiß jetzt nicht. Eigentlich wären wir schon wieder auf der. Eigentlich müssen wir nochmal irgendwie aufs Dach rauf. Mal gucken, wo es jetzt hier gerade hingeht. Vielleicht können wir eine kleine Abkürzung nehmen. Ich guck mal gerade nochmal zurück beim Treppenhaus. Vielleicht ging es da irgendwie nochmal hoch. Achso, ja, na klar, Treppenhaus, logisch. Klar geht's da hoch. Da mussten wir uns noch hochbauen. Ich werde mir mal ich mal hier die Dings reinpfeifen. Wo kommt der hier eigentlich her, du? Oh, weg. Schön. Ah ja. Glaube ich hier zurück. Loot. Oh, Taschenlampe. Kann ich direkt mal scrappen? Bist du schon oben? Bist du schon oben? Ich gehe gerade schon mal so langsam. Dann. Jo. Hä? Okay, hier ist auf jeden Fall noch Action. Ach, das ist 4-Doge. Gut, okay, dann haben wir dann das Dach noch vor uns. Okay, alles klar, alles klar. Jo. Aha. Hier ist ein großer Raum. Also wo die gerade gegenklagen. Ja, da kommen sie. So, dann kommt mal. Ach, da sind noch ein paar mehr. Huiuiui, okay. Oh, moin. Hui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 u
Hier waren wir doch schon eben, ne? Ja, hier waren wir schon. Ja, da waren noch zwei, drei. Zwei. So. Dann hier geht's nach oben. Da ist noch so ein Raum. Und da geht's auch drunter noch. Ups. Okay, habe ich gerade. Kenne ich beide schon? Nein. Oh. Oh, nix. Hä? Brauchen wir nicht. Kommt man. Ach so, ich so, verstehe. Da haben wir schon alles gemacht. Da hatten wir auch alles weg. Ah. Ganz geheim hier. Geheim? Neues. Ah. Okay. Oh ja. Schön. Gut, aber trotzdem muss es ja nochmal hier auch nochmal irgendwie weitergehen. Da ist. Ja, da war so ein. Vielleicht. Irgendwas mit Leitern gerade, was ich eben gesehen habe. So ein Fahrstuhlfach, glaube ich, war es. Da sah es aus, als würden wir hier noch weiter hochkommen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein Dach haben wir noch. Ja. Oh. Da sind noch ein paar Geburtstagskinder drin hier. Ja. Weg die Maus. Oh, ich geh mal kurz raus. Ja. Dauer. Ja, das war's. So, hier geht's aber auch nicht weiter. Na gut, theoretisch kann man sich da hochbauen, aber irgendwo muss jetzt regulär weiter. Was? Leider, lassen wir mal hier. Wo ist denn jetzt. Ah, hier. Brauchst du eine Vierer-Range? Ja, wieso nicht? Hier. Wo hab ich sie? Jetzt hier. Ja. Ah, hier. Aber hier geht's nur nach unten. Das wäre unser Weg nach oben gewesen. Na, ich weiß nicht, im Treppenhaus, da muss es ja irgendwie noch. Oh, ich habe da noch gerade was. Oder auch nicht. Ja, okay, Wasser. Wir haben das. Muss es noch irgendwo einen Zugang nach oben geben? Ja, wahrscheinlich da, wo wir herkamen, gehe ich mal von aus. Ja klar, hier geht's weiter hoch. Ganz normale Treppe. Muss mal gucken. Ich guck da mal. Ah, ich bin schon wieder. Bin schon wieder am Kriechen. Was ist denn das Treppenhaus, wo wir gerade gewesen sind? Achso, da der Weg. Ach, da oben ist auch noch eine Kiste, hab ich auch übersehen. Ja. Geh mal weg hier, ich muss hier durch. Au. Ach nee. Ja, ich hasse das. Jedes Mal klickt es, wenn ich die Waffe abfeuern will. Ach, hier geht's ja noch weiter nach oben. Ja. Das ist cool aus der Zombie. Finde ich auch. Richtig nice. So, was habe ich jetzt hier noch? Ja. Ah, okay, unnütz. Ah, das haben wir noch zu. So, ist das Papier hier? Das finde ich richtig geil, wenn das Papier wäre. Bauplan Holzsplittermod. Mhm. Okay. Aber die Papierrollen, die lohnen sich. Papier. Achso, das waren Papierrollen. Ja. Die geben erstens mal richtig gut XP und ordentlich Papier. Das ist mal eben mal 300 Papier eingesammelt. Alter Spiel, hier ist aber alles voller Papier. Oh. Das ist ein XP-Grab hier. Oh. Oh. Weil das lohnt sich richtig. Also Papier sammeln, geil. Ja, ich merke schon. 1000 XP für ein bisschen Papier. Ja. Und nicht nur das, eben halt auch ordentlich Papier. Mal eben Stack Papier voll machen hier.
weiß ich Bescheid, wenn die Zombie-Apokalypse kommt, dann wird kein Zombie gekillt, dann baue ich Papier ab. Naja, deswegen haben die Leute ja auch mal eben Klopapier auch mal gekauft. Das hat schon alles so seinen Grund. Wollte ich gerade sagen, wir haben es erfahren. Die Leute kennen sich aus. Ja, definitiv. Ah, auch schon alles mitnehmen. Was gibt das hier an Papier? Du bist hungrig? Okay, geil. Ein bisschen am Papier lutschen. Ach, geil. Ach so, ich lasse das alles fallen. Ja, okay, super. Gut, dann schmeiß ich mal das Tierfett weg. Nehme ich lieber ein bisschen Papier mit. Ich bin komplett voll. Ah, da haben sie jetzt wieder Holz hingebaut, die Schweine. Ah, okay. Das ist noch Papier, oh. Das ist noch Papier. Ja, manchmal sind die Papierrollen noch mal getarnt als Holz. Das ist echt abartig. Ach so. Oh Mann. Das ist eben nur Holz, deswegen musst du immer ein bisschen gucken. Aber das ist alles Papier hier, das ist schon mal sehr, sehr geil. Wir haben richtig schön Shotgun-Shells machen. Oder auch nicht. Ah, nehme ich schon wieder voll. Voll mit Papier. Oh, ich habe 4 Stacks Papier dabei. Ja, jetzt wo du sagst. Aber so viel Papier kommen wir nie wieder, also. Ja. Also wenn wir nachher erstmal eine Shotgun haben, außerdem du mit deiner automatischen. Ja, also die müsste ich dann noch bauen. Ja, klar. Das ist klar, wenn wir dann vielleicht nachher davon 2 Stück haben oder was, dann. Ja. Brauchen wir ordentlich Moon. Wo ist jetzt eigentlich der Erdrohr? Ach, der Erdrohr ist direkt hier vorm Haus quasi. Ja, außerdem hast du den ja sowieso markiert, also von daher passt das schon, ne? Oder hattest du nicht markiert? Doch. Ich will nur mal gucken, ob der jetzt hier oben ist oder Richtung Basis. Ich muss danach unbedingt nach Hause. Bin so voll. Ja, ich würde das auch mal machen, gerade wegen dem Essen auch. Das kommt noch dazu. Aber ich bin so zu mit Material. Ah, ich werde auch mal Schimmelfleisch das eine wegschmeißen, sonst ist alles nix. Ja, so vereinzelte Sachen tue ich auch weg. Hier lohnt sich mal richtig hier. So, kann ich noch irgendwas wegschmeißen? Die Stacheldrahtmod braucht es ja nicht, ne? Nee. Ne, ich darf mir überlegen. Ich glaube, ich schmeiß mal die Mods weg, weil die brauche ich eh wahrscheinlich nicht. Abnutzung, ja, okay, das war alles schön und gut, aber es bringt jetzt gerade nichts. Gewehrteile, gut, muss mal gucken. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stacks Papier. Ich muss mal was gucken. Ach, auch wieder Holz, Schweinepriester. Oh nee, das ist wieder so ein Jump-and-Run-Ding. Nee, okay, gut. Ein Glück nicht. Ich würde ganz gerne so ein bisschen. Was denn? Bin ich rein? Ist so fett geworden, anscheinend. Papierpolster. Wahrscheinlich, ja. Ja, aber sieht ja auch ein bisschen komisch aus mit, keine Ahnung, mit 3000 Papier mit. Ja, bei mir, ich habe jetzt auch. Boah, wie viele Stacks sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Stacks, 8, 9. Oh Gott. Ich habe 9 Stacks Papier gerade. Ach, jetzt geht's. Ah, vorsichtig sein. Hier können nämlich ab und zu auch mal Minen rumliegen. Ja, ich hab's gewusst. Es war klar. Ich hab's gerochen. Okay. Jetzt haben wir keine Zombies da, dann schau ich mal hier oben. Ich hab's gerochen. Ja, immer wieder. Schweine. Ich
kann hier nicht raufbauen, das ist ja auch geil. So. Hä? Achso, hier geht's auch nochmal runter. Oh, vorsichtig. Oh. Was? Ne, hier ist. Hier vorne war auch nochmal der Boden ein bisschen morsch. So. Oh nein, noch mehr Papier. Oh, bitte. Ja. Schön, ne? Ja, aber ich glaube, ich. Ja, nee. Ich mache jetzt den Stack noch voll. Ja, dann bräuchte ich. Ich habe 333. Ein bisschen kann ich noch, aber. Wenn hier wenigstens mal genauso viele Bücher wären wie Papier, dann wäre es doch schon mal geil, aber. Raus damit. Ja, ich hab 9 Stacks voll. Ja. Eieiei. Können wir Papiere nicht aus dem Fenster werfen als riesengroßen Knubbel? Ja, das wäre super, ja. Oder die Rollen zumindest runterwerfen. Genau. Oh, hier ist ja noch mehr Papier. Alter, sag mal, drehen die da ab oder was? Aber geil. Wenn du jetzt hier wirklich mal durchgehst, also du hast nie wieder Papierprobleme. Nee. Oh, ich werde auch mal gucken. Ich werde das mal eben verändern. Dann tun wir das jetzt mal dahin. Hinten ist noch mehr Papier. Ja, super. Ende. Das darauf. Abschließen. Das werden wir mal zerlegen. Das behalte ich mal, Gau. Knochen schmeiße ich mal weg. Das war einmal zu viel. Das können wir einmal futtern. Schaut's aus mit Getränke, das sieht doch gut aus. Ja, dann geht's wieder. Oh, hier ist das Dach. Ja, glaube ich, werde mich gleich hier nochmal voll. Ach so, alles klar. Warte. Oh, was war das jetzt? Ja, hier ist eigentlich normalerweise so ein Sprungrätsel. Sollst du eigentlich von der anderen Seite rauf und dann hier hochspringen? Das na super. Ja, ich hab's gelöst. Ist, ja, ich mach's immer so. Du kommst auch so hoch, so ist es nicht. Ja. Oh, ich bin schon wieder. Ah nein, ich bin schon wieder kritisch am Verhungern. Und ich bin kritisch ohne Munition. Hast du einen Snack zufällig? No, oh. Ja, da, bitteschön. Fliegender Snack. Schießübungen. Oh, hier ist bisschen, Action. Ich werde mal ein bisschen Munition sparen, weil bei mir ist nicht. So wie das aussieht, werde ich nicht Munition sparen können. Hallo? Geht das? Weiß ich noch nicht. Wo ist der Dicke jetzt gelandet? Ist er jetzt irgendwie ein Stockwerk weiter runtergefallen oder so? Keine Ahnung, einen hatte ich jetzt gerade erschlagen. Ja, ich hatte eben. Was hab ich jetzt? Achso, ich hatte eben einen Dicken vor mir, der ist dann hier wieder durch diese Metallplatte gefallen, wie die ganze Zeit irgendwie schon fallen. Okay. Schade, dass man keinen Fallschirm hat. Ich würde mich gerne hier so ein bisschen runtersegeln lassen. Muss ich nicht den ganzen Weg wieder nach unten laufen. Ich bin auch schon wieder überladen und hungrig. Ja, ich sowieso auch alles. Hungrig bin ich auch. Ich hoffe, dass hier vielleicht gerade ein bisschen was zu essen drin ist. Also ich bedanke, dass noch gut geht. Ah, da ist doch Essen. Auch vor allem. Munition, Schweinkram, Maschinengewehrteile, Schockstabteile, die können wir auch mal scrammen. Die kann ich nicht scrammen. Na, oh, Papier. Ha, Plastik. Oh, kannst du da noch was nehmen? Ich bin randvoll. Plastik? Ah, kann ich noch mitnehmen. Ja, wie du willst. Machete 17, nee, ne? Maschinengewehrteile nehme ich auf jeden Fall mit Schockstabteile. Würde ich. Warum kann ich die Schockstabteile nicht zerlegen? Warum kriegen wir da keinen Metall raus. Hier, warte mal, ich habe ja was für dich. Guck mal her. Liegt direkt vor dir. Ja, hole ich gleich. Oh, 27, ja, sehr gut, danke. Guck
komische Rüstungsdinger schmeiß ich mal raus. Schockstabteile schmeiß ich jetzt raus. Ja, die kann man auch nicht scrappen. Werde die auch mal wegschmeißen. Ja, die würde ich ganz gerne verkaufen. Und den Krams noch. Ich werde erstmal nach unten schleichen müssen. Da habe ich echt, naja. Aber ich muss unbedingt nach Hause. Da bleibt mir keine andere Wahl. Ich muss weg. Ich muss hier einfach nur weg. Und wie ich schon sagte, am besten irgendwie so ein kleiner Fallschirm und zack, hier runter. Super. Meine Beine sind mein Fallschirm. Nein, besser nicht. Doch, ich glaube, runter geht jetzt relativ fix. Naja, runter kommen sie alle, aber trotzdem. Aber ich schleiche hier. Ich habe ja keine... Na super. Keine Geschwindigkeit. Ja, wie gesagt, ich habe so einfach Sachen wie Stoff schmeiße ich mal raus. Fleisch mit Säure behalte ich mal, man weiß nie. Ja gut, Leder könnte ich vielleicht wegschmeißen, aber genau, Leder ist auch so Sünde. Ja. Das würde ich alles rausschmeißen. Noch drei Papier hatte ich eben, was hatte ich? Ein bisschen Plastik und alles, wo man, was halt so vereinzelt ist. Ja. Ich bin immer so messy, was das angeht. Ich nehme mir den ganzen Scheiß eigentlich immer mit. Ja, würde ich am liebsten auch, aber ist halt schwierig. Und vor allem auch die Stahlsperrteile kosten auch mal eben 200. Da kriegen wir richtig schön. Naja. Und wo kommen wir da hin? Ich glaube, das wäre der reguläre Weg gewesen hier. Hm? Wo denn? Hier ist das Treppenhaus, hier habe ich mich einmal rausgeprügelt. Wo kommt der denn her? Weiß ich nicht. Ah, da. Ah, ich werde gleich nach unten fallen, ich merke das schon. Oh, nee. Oh, das war knapp. Infiziert warst du nicht, ne? Nee, warst du nicht. Nee, nee. Hier liegt nämlich noch einmal Honig, das lasse ich mal großzügigerweise liegen. Du kannst ja auch essen, vielleicht bringt das irgendwie was. Ich werde jetzt mal nach unten gehen. Mal verpieseln hier aus dem Loch. Oh, da ist mein Hause. Ach, da bist du schon. Ja, ich bin schon runter. Ich habe wirklich keinen Platz mehr. Langsam wie Sau. Ja. So, da ging es ja nicht weiter runter. Muss erstmal hier raus, glaube ich. Hier ging es nicht weiter runter. Nee, das glaube ich nur. Oh, jetzt doch. Ja, es geht schon weiter, aber das glaube ich. Obwohl, naja gut, vielleicht kann man den Stein noch wegkloppen dann vielleicht. Ja. Nee. Ja, Ausgang. Ah ja, okay, sehr schön. Ich glaube, ich habe mal in so einem Laden, habe ich mal eine Basis gebaut. Ja, das wäre mir zu groß. Das musst du auch alles wieder verteidigen oder umbauen und so weiter. Dann kannst du gleich neu bauen. Also so mache ich das zumindest. Ja, wir haben das nur vorübergehend gemacht. Also das war so Erstding. Das habe ich im Koop gehabt. Und da wollten wir wenigstens mal in der Stadt sein, gerade wegen dem Loot. Wo haben wir denn... Ach ne, wir haben ja... Weißt du was? So. Ich gehe mal ganz kurz zum Erntewarp. Ja. Ich werde mich, glaube ich, nochmal ein bisschen ausmüllen. Naja, ausmüllen ist hier nicht so viel. Ein bisschen Platz habe ich jetzt auch wieder, also... Ja... Komm, nimm uns das mal mit, wenn du keinen Platz mehr haben solltest, dann nimmst du uns den Rest. Ich hoffe noch mal auf eine Kleinigkeit zum Speisen. Ich guck gleich mal in Spike, ob ich da nicht noch was habe. Ich glaube... Oh, hier ist echt gut was drin. Ich habe 68 Fleisch dabei, aber eben halt Rohfleisch. Bauplan Stahlwerkzeuge. Okay, cool. Du kannst das, ne? Ja. Ah, wobei, ich sehe es gerade, ich kann es auch. Gibt aber 160, komm, nehme ich mit. Plonk. Du hattest auch Hunger? Ja, Hunger schon, aber nicht so dramatisch. Na komm, dann gebe ich dir hier mal gerade was. Dann esse ich gerade noch den Rest. Ja. Weil bei mir war es echt richtig kritisch die ganze Zeit. Ja, wir wollen es machen. Wollen wir gerade zurückfahren? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich auf jeden Fall. Ich werde mich ausmüllen, weil ich habe keine Möglichkeit. Gut, ich könnte jetzt natürlich eine Kiste setzen, aber ich habe auch keine Lust, wenn die ganzen Kisten auf der Map zu verteilen.
Nee, nee. So, was wäre der günstigste Weg? Da hinten ist einmal, da könnte man eigentlich... Entweder fahren wir da lang oder ich fahr da lang. Hä? Achso, das Schweigen der Lämmer ist da gerade, läuft da eine Quest bei mir. Naja. Ich dachte schon, warum steht da das Schweigen der Lämmer auf der Karte? Das ist so eine Herausforderung halt. Mhm. Wildschweine töten. Ja, also mache ich so meistens gar nicht erst. Ja, ist gar nicht so verkehrt. Vielleicht, ich kann die ja wieder rausnehmen, aber wenn wir wieder ein bisschen Fleisch brauchen, dann müsste das ja da sein. Das ist nur die Frage, du fährst wahrscheinlich da, wo das Wasser jetzt hin, oder? Ja. Sollen wir vielleicht mal ein bisschen weiter runterfahren und gucken, ob da nicht eine Brücke kommt? Ja, hier vorne ist, glaube ich, gerade, ich weiß nicht, ob ich da vorbeikomme. Ich glaube, hier ist gar kein Wasser. Das ist nämlich gleich die Straße. Mhm. Achso, den Watchtower meinst du? Ach so. Wo denn? Ja, hier ist so ein gelber an diesem kleinen See, genau, wo ich gerade vorbeigefahren bin. Genau. Den meinte ich. Da hatte ich erst gedacht, wäre auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, hier sollten wir eigentlich keinen See oder nichts mehr haben. Hier können wir, glaube ich, durchpacen. Ja, Moment, aber wir fahren gerade zur Seite weg, oder? Nee. Ja, ich nehme jetzt halt mal. Ich nehme jetzt erstmal. Na komm. Nacht. Was war das? Hab ihn. Ja, wollen wir sonst an dieser Stelle erstmal einen Break machen, weil wir fahren jetzt sowieso erstmal nur nach Hause und dann... Genau, das wollte ich gerade auch gefragt haben. Wird ja eh nicht so viel passieren. Looten ist nicht mehr. Nee, genau, looten ist gar nicht mehr. Halt, ja. Auch wenn die Location davon interessant aussieht, aber die kann man sich vielleicht mal markieren. Ja, das können wir machen. Sieht aus wie eine Schule, glaube ich. Ja. Ja, oder so ein Wohnen. Nee, ja, nee, ich mach mal einen Schlenker, dann kann man die wenigstens auf der Karte sehen. Hoch. Mhm, ich fahr schon mal ein bisschen weiter. Aber nee, genau, dann lass uns einen kleinen Cut machen. Genau. Ja gut, dann vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Das ist keine Schule, das ist wieder irgendein so komisches Dingsbums-Haus hier. Egal. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns in der nächsten Folge Seven Days to Die wieder, wenn wir wieder Dinge tun. Dann müssen wir gucken, erstmal ausmüllen und dann schauen wir mal, was wir machen. Ich werde vielleicht auch mal schauen, dass wir vielleicht mal ein bisschen Munition wieder crafted kriegen. Ich habe ja kaum noch was. Ja. Und schönes Wetter. Ja, wir sind in der Wüste. Okay. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Seven Days to Die wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.